Gut, ich hoffe mal, dass jetzt zumindest jeder oder jede uns verstehen kann. Ich wünsche einen guten Abend. Mein Name ist Markus Breuer. Ich leite die katholische Erwachsenenbildung in Frankfurt und ich darf Sie heute recht herzlich zu Ihrem ersten Besuch in Kesslers Wirtschaft begrüßen. Zwei kleine organisatorische Hinweise noch auch rasch vorweg. Zum einen, Sie haben es gemerkt, wir zeichnen dieses Gespräch auf, um es dann auch auf YouTube zu veröffentlichen. Unser Techniker, der Herr Steiger, wird dafür sorgen, dass die Namen nicht erscheinen. Und sollten Sie nicht gesehen werden wollen, schalten Sie einfach die Kamera bitte aus. Das Zweite, sollte es Fragen, Anmerkungen, Kommentare während des Gesprächs mit Wolfgang Kessler geben, nutzen Sie recht fleißig den Chat. Ich werde den Chat im Auge behalten, sodass hoffentlich keine Anmerkung, kein Kommentar, keine Frage verloren geht am Ende. Ja, herzlich willkommen in Kesslers Wirtschaft. Kesslers Wirtschaft, warum? Ganz einfach. Ich bin auf die Idee gekommen, Herrn Kessler mal anzufragen, ob er Lust hätte, eine kleine Reihe aufzulegen, in der er mit Gesprächspartnerinnen oder Partnern eben sich zu Wirtschaftsfragen von allgemeinem Interesse, sage ich mal, unterhält. Ich habe Herrn Kessler kennengelernt als jemanden, der eine große Gabe hat, wirtschaftliche Zusammenhänge sehr einfach und klar auf den Punkt zu bringen. Und das fand ich eine spannende Sache. Hoffe auch, dass wir mit der Auswahl der Gesprächspartner genau ins Schwarze getroffen haben. Denn auch zu solch unruhigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, natürlich gesamtgesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich, ist es eine sinnvolle Sache, wirtschaftlichen Zusammenhängen gekonnt auf den Grund zu leuchten, sie kritisch konstruktiv zu hinterfragen und sich eben auch eine eigene fundierte Meinung bilden zu können, ohne einfach irgendwelche Glaubenssätze nachplappern zu müssen. Und bevor ich jetzt ins Plappern verfalle, übergebe ich an unseren Gastgeber, Wolfgang Kessler, und freue mich hoffentlich mit Ihnen gemeinsam auf das heutige Gespräch. Ja, herzlichen Dank, Markus Breuer. Erstens dafür, dass ich zu dieser Reihe eingeladen worden bin. Und zweitens, dass wir hier so interessante Gesprächspartner gefunden haben. Ich darf also alle zur ersten der drei Gespräche begrüßen, die wir in meiner Wirtschaft zu besonders kontroversen ökonomischen Fragen führen wollen. Ich gebe ja zu, dass diese Gespräche nicht wie alle anderen Gespräche auf dieser Welt derzeit von Krieg, Corona oder Klima handeln, also von den großen Krisen, die die Nachrichten gerade eben auch in der Tagesschau beherrscht haben. Allerdings gilt das nur auf den ersten Blick. Wann immer nämlich Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krisen diskutiert werden oder beschlossen werden, stellen sich auch immer schnell ökonomische Grundfragen. Wer trägt die Lasten? Wer bezahlt das alles? Wie reagieren die Börsen? Wie steht es um Gerechtigkeit, um die soziale Sicherheit, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft? Und über solche Fragen wollen wir in meiner Wirtschaft in drei Folgen sprechen. Der Tatort Wirtschaft läuft dabei immer nach der Tagesschau für eine Stunde. In den letzten 20 Minuten öffnen wir uns jeweils gerne für Sie im Chat und auch auf den Live-Fragen. Das so zum Ablauf jeder Runde. Heute geht es um das Thema, das eigentlich in jeder wirtschaftlichen Debatte, in jeder privaten Diskussion über Ausgaben, über Schulden zur Sprache kommt, nämlich die Frage: Brauchen wir höhere Steuern für die Reichen? Diese Frage teilt dann Politik und Wirtschaft immer in zwei Lager. Die Parteien links von der Mitte sind dafür, eher dafür, sagen wir es mal vorsichtig. Die Parteien rechts von der Mitte sind eher dagegen. Die Wirtschaftsverbände sind dagegen, Gewerkschaften und Sozialverbände eher dafür.
Und weil das so gespalten ist, weil die Lager sich so aufteilen, freue ich mich, dass ich heute mit jemandem, mit einer Persönlichkeit diskutieren darf, die lagerübergreifend diskutiert. Und ich begrüße dazu herzlich Ralf Suikert. Erstmal herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja. Ralf Suikert ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat 1993 die IT-Firma STP Informationstechnologie AG gegründet. Das Unternehmen ist auf Softwarelösungen für Juristen und für Kanzleien spezialisiert, hat, wenn ich das richtig gelesen habe, 150 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro, ist also eine mittelständische Firma, die sehr, sehr erfolgreich am Markt ist. Inzwischen hat sich für Ralf Suikert aber einiges verändert. Er ist auf Sozialunternehmen, auf die Förderung von Sozialunternehmen umgestiegen. Davon hören wir noch. Und er beteiligt sich an der Initiative Tax Me Now, in der sich Vermögende für höhere Steuern für Vermögende einsetzen. Also nochmals herzlich willkommen. Ralf Suikert, was ist Tax Me Now? Wer verbirgt sich hinter Tax Me Now? Ja, Tax Me Now ist zum einen eine noch relativ junge Initiative. Das werden eigentlich haben wir jetzt so ziemlich knapp ein Jahr. Die Frage ist, wann genau das Gründungsdatum war. Es sind im Moment 54 Vermögende, die sich gefunden haben aus dem Umfeld der Bewegungsstiftung und für sich den Entschluss gefasst haben, die Ungerechtigkeiten, die mit dem aktuellen Steuersystem gerade in Richtung der Vermögenden verbunden sind, aufzugreifen, zu thematisieren und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und darunter sind auf der einen Seite Erben, wir haben Unternehmer dabei und wir haben von der Altersspanne geht es bei den mittleren 20ern bis hoch in die 70er. Also wir haben da einen bunten Querschnitt aus der Gesellschaft der Vermögenden. Und was fordern Sie genau? Also Sie haben ja Briefe, Sie stellen Forderungen auf, Sie mischen sich stark in die Diskussion ein über die Verteilung des Reichtums. Was fordern Sie genau? Genau, wir haben einen Appell formuliert, bei dem wir mehrere Themen adressiert haben. Zum einen geht es uns um eine Wiedereinführung der Vermögensteuer mit entsprechenden Freibeträgen für wirklich große Vermögen. Uns geht es darum, dass Ausnahmeregelungen, die bei der Erbschaftssteuer dazu führen, dass gerade große Vermögen quasi ohne Erbschaftssteuerzahlungen vererbt werden können, dass die rückgängig gemacht werden. Uns geht es darum, dass wir progressivere Steuersätze für Einkünfte aus Kapitalvermögen bekommen. Kann irgendwo nicht sein, dass derjenige, der sein Geld arbeiten lässt, dafür weniger Steuern bezahlt als jemand, der mit seiner Hände Arbeit sein Geld verdient. Wir fordern darüber hinaus eine Vermögensabgabe für den Moment, in dem wir dank der schwarzen Null, die ja nach wie vor im Raum steht, wichtige staatliche Aufgaben nicht mehr finanzieren können. Und darüber hinaus fordern wir ein energisches Vorgehen gegen Steuervermeidung und Hinterziehung und damit verbunden auch eine bessere Ausstattung der Finanzbehörden. Das sind die Forderungen, die wir in einem Appell soweit formuliert haben. Und dieser Appell ist auf einer Online-Petitionsplattform mit knapp 50.000 Unterschriften bislang versehen. Und vielleicht eine etwas skurrile Frage, aber warum fordern Sie das? Was ist Ihr Ziel? Ja, das sind zwei Fragen. Fangen wir mal mit den Zielen an. Was wollen wir erreichen? Auf der einen Seite wollen wir das Thema in die Öffentlichkeit bringen und dort den Diskurs über die Besteuerung von Vermögenden offen halten, dass er einfach weitergeführt wird.
Darüber hinaus möchten wir darstellen, dass eben nicht alle Vermögenden sich reflexartig gegen eine Besteuerung wenden und diese abwehren. Das heißt, uns geht es auch so ein bisschen darum, die Gruppe der Vermögenden zu spalten. Und wir wollen auch Zweifel säen. Es ist ja so zunächst mal, ja, Steuern, das ist was ganz Schlechtes und was Schwieriges. Wenn sich aber doch so ein paar Menschen, die sich darüber Gedanken machen, dafür einsetzen, höher besteuert zu werden, vielleicht gibt es da doch einen Grund dafür. Und am Ende geht es uns im Wesentlichen darum, der Lobby des großen Geldes, wie wir sie bezeichnet haben, hinter der sich unter anderem die Familienunternehmer, der Verband der Familienunternehmer verbirgt oder auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dieser Lobby des großen Geldes ein bisschen was entgegenzusetzen. Wie werden Sie denn gerade von diesen Lobbys wahrgenommen? Ich meine, Sie sind selber Vermögende, oft Unternehmer. Und die Lobby der Unternehmer, also Initiative Soziale Marktwirtschaft, das ist deren Presselobby, deren Bildungslobby oder die Familienunternehmer, Sie sind doch eigentlich Nestbeschmutzer. Werden Sie denn so wahrgenommen oder fühlen die sich provoziert oder reden die überhaupt nicht mit Ihnen? Ja, gehen wir vielleicht zunächst mal auf die Familienunternehmer. Die klingen ja irgendwie nett jeder hat da irgendwie das Bild von dem Handwerker oder der Bäckerin oder wem auch immer im Kopf. Tatsächlich ist es allerdings so, dass die Familienunternehmer im Wesentlichen große Unternehmen vertreten und 90% der mittelständischen Unternehmen überhaupt gar nicht, weil es sind nur solche Unternehmen vertreten, die entweder mehr als 10 Mitarbeiter haben, was schon mal für viele Kleinunternehmer gar nicht zutrifft, und oder mehr als 1 Million an Umsatz machen. Und von daher ist diese Organisation im Marketing recht geschickt, aber in der Wirkung nicht wirklich für die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer tätig, sondern tatsächlich für das große Geld. Und bislang gab es jetzt hier keinen intensiven Austausch. Es gab mal eine Talkshow in der Phoenix-Runde, wo ich das Vergnügen hatte, mit dem Verbandspräsidenten, dem Herrn Bourlet, entsprechend zu diskutieren. Aber ansonsten findet ein Schlagabtausch, so möchte ich es mal formulieren, bisschen hin und wieder auf Twitter statt. Aber das hat im Moment noch in der öffentlichen Debatte nicht die große Relevanz. Und die Initiative Soziale Marktwirtschaft, hat die sich gemeldet? Da gab es bislang noch keinen direkten Kontakt. Die gehen ein bisschen subtiler vor. Aber wenn Sie sich alle noch erinnern an die Anzeigenkampagne, die seinerzeit auch gegen Annalena Baerbock mit den Mosetafeln in den großen Zeitschriften formuliert wurde, um die Grünen als Verbotspartei zu deklarieren, da muss man wissen, dass eine solche Anzeigenkampagne relativ schnell in den großen Zeitungen mit mehreren Millionen Euro einhergeht. Und tatsächlich haben diese beiden Verbände Budgets von mehreren Millionen, die im Wesentlichen dafür eingesetzt werden, um entsprechende, ich nenne es jetzt mal Abwehrschlachten, gegen Themen, die der Lobby des großen Geldes unangenehm sind, zu fahren. Und dazu gehört natürlich ganz klar auch die Besteuerung von großen Vermögen. Ich wollte gerade sagen, so subtil sind mir die bisher gar nicht vorgekommen, die Initiative Soziale Marktwirtschaft. Ja. Auch in Schulen sind die sehr aktiv. Ja, ja, in der Tat, aber sie klingen ja auch nett. Ja? Wer möchte denn was gegen eine soziale Marktwirtschaft haben? Ja? Ja. Also das ist das Gemeine in Anführungszeichen dabei. Es klingt alles nett, auch die Familienunternehmer, aber wenn man sich ein bisschen genauer damit auseinandersetzt und die Ziele anschaut und sich die Kampagnen, die da gefahren werden, dann stecken da ganz klare neoliberale Gedanken dahinter, die eigentlich mit den Begrifflichkeiten wenig zu tun haben. Ja, nun gibt es ja die liberalen und konservativen Politiker, die im Wesentlichen sehr strikt gegen Vermögensteuern und Besteuerung von Reichen auftreten. Die FDP macht das sogar zur roten Linie, typischerweise rote Linie in der Politik. Nun
sind Sie ja eine Lobby aus der gleichen Klientel, die aber genau das Gegenteil fordert. Wie gehen die mit Ihnen um? Wie geht so ein FDP-Politiker mit Ihnen um? Ja, ein Stück weit mit Unverständnis natürlich, weil es etwas ist, was in dem Weltbild eines typischen FDP-Politikers so nicht vorkommen kann. Da sind Steuern etwas Schlechtes und der Markt etwas Gutes. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin auch ein Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft, aber ich denke, wir sind uns hier in der Runde einig, dass der Markt durchaus Schranken und Regeln braucht und die sehe ich etwas intensiver, als es bei den liberalen Parteien der Fall ist. Und wir haben Effekte, die durch die jetzige Steuerpolitik sich in den letzten 30 Jahren zugunsten der Vermögenden gewandelt haben. Ich darf nur daran erinnern, dass beispielsweise die Einkommensteuer, der Spitzensteuersatz, als ich 1993 angefangen hatte, als Unternehmer tätig zu werden, war der noch bei 53%. Ja. Jetzt ist er bei 42 plus Soli. Die Erbschaftssteuer, wie gesagt, für große Vermögen ist mehr oder weniger, je größer das Vermögen, umso weniger Steuern zahlen sie. Dann haben wir die Kapitalertragssteuer, also diejenigen, die fest im Sattel sitzen, für das Klientel ist gut gesorgt. Und wenn wir uns jetzt auch anschauen, in der jetzigen Koalition ist es ja durchaus auch interessant, dass wir insgesamt drei Parteien haben, von denen zwei in ihren Wahlprogrammen durchaus das Thema Besteuerung von Vermögenden drin hatten. Gleichwohl hat augenscheinlich, wie wir es jetzt festgestellt haben, die FDP sich mit ihrer roten Linie, die Sie gerade zitiert haben, Herr Kessler, durchgesetzt und als kleinste Partei dafür gesorgt, dass diese Ungerechtigkeit in der jetzigen Konstellation erstmal fortgeschrieben wird. Ja, wenn ich es jetzt mal von der politischen oder wirtschaftlichen Interessenlage, wenn ich da mal weggehe und dann zur ökonomischen Diskussion komme, dann wird ja die Ablehnung von reichen Steuern auch immer ökonomisch begründet. Es wird ja gesagt, Steuern für Reiche, für Unternehmen, für hohe Gewinne, für hohe Zinsen sind ja eigentlich ein Eigentor, weil die Unternehmen dann viel weniger investieren. Das hat schon Margaret Thatcher ihrerseits gesagt und das wird heute immer noch gesagt. Wie sehen Sie das als Unternehmer selbst? Ja, also hohe Gewinne sind jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass investiert wird. Ja, also ein Unternehmer investiert dann, wenn er sich aus der Investition einen zusätzlichen Ertrag verspricht. Und der hängt nicht unbedingt mit der Situation zusammen, ob ich hohe Gewinne fahre oder nicht. Und die Hans-Böckler-Stiftung hat beispielsweise mal eine schöne Untersuchung aufgestellt und hat sich angeschaut, wie sich von 1992 war das bis 2018 auf der einen Seite die Unternehmensgewinne entwickelt haben. Und die sind deutlich angestiegen und wie sich auf der anderen Seite auch die Investitionen der Unternehmen entwickelt haben. Und die sind bestenfalls stagniert, sondern tendenziell eher zurückgegangen. Das heißt, was häufig kolportiert wird, dass in dem Moment, in dem wir an die Gewinne der Unternehmen gehen, keine Investitionen mehr möglich sind und auch die Arbeitsplätze gefährdet sind. Das ist ein Märchen, das allerdings leider gut verfängt, muss man sagen. Ja, das wird eben über die Kanäle, die wir vorhin schon angesprochen haben, durchaus gut verbreitet und bringt im Zweifel vielleicht auch bei dem einen oder anderen Unternehmer, der sich mit diesen Themen nicht so intensiv beschäftigt hat, eine gewisse Unsicherheit mit sich. Wenn ich da nochmal nachhake, gehen wir mal in das Jahr 1993, 1994 zurück, da haben Sie ein Unternehmen gegründet. Wenn Ihnen da jetzt eine hohe Vermögenssteuer begegnet wäre oder eine hohe Steuer auf dem Spitzeneinkommen, hätten Sie das damals auch schon begrüßt oder hätten Sie sich darüber geärgert? Zum einen habe ich mir damals überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich war auch jemand, der
den Sinn von Steuern vielleicht noch nicht ganz so durchdrungen hat, wie es jetzt in den letzten Jahren, wo ich mich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, tue. Der Einkommensteuersatz, was ja auch immer so ein Thema ist, naja, wenn der so hoch ist, macht sich keiner mehr selbstständig oder strengt sich niemand mehr an, das halte ich für ein Ammenmärchen. Ja, also wenn ich Lust habe, etwas zu bewegen, dann ist es mir völlig egal, ob der Einkommensteuersatz, der Spitzensteuersatz bei 53% oder bei 43% ist. Das ist mit Sicherheit kein Argument für oder gegen eine Selbstständigkeit. Zumal man gerade auch am Anfang von der Selbstständigkeit weit davon entfernt ist, im Spitzensteuersatz zu liegen, sondern im Zweifel vielleicht sogar eher, so wie es bei mir war, auch von den Ersparnissen lebt. Und ähnlich gilt es ja auch, wenn wir jetzt eine Vermögensteuer beispielsweise uns anschauen, die wird ja dann im Wesentlichen fällig, wenn sich ein Vermögen gebildet hat. Und das war weder 1993 noch 1994 der Fall. Und wenn wir einfach mal 10 Jahre weitergehen würden und mit diesem oder mit einem fiktiven Satz, der ein ums andere Mal im Gespräch ist, von 1% an das Thema rangehen, dann wäre das sicherlich etwas, was die weitere Entwicklung des Unternehmens nicht gefährdet hätte. Gleichwohl muss man sich das natürlich schon anschauen. Es gibt bestimmt Konstellationen, in denen eine Vermögensteuer schwierig ist. Wenn Sie eben großes Vermögen haben und einen kleinen Ertrag, aus welchen Gründen auch immer. Und von daher geht es weder uns noch denjenigen, die eine solche Vermögensteuer fordern, natürlich nicht darum, Unternehmen irgendwie in Schieflagen zu bringen, sondern einfach zu einem fairen Ausgleich zu kommen und Regelungen zu finden, sei es über Stundungsregelungen, über Freibeträge, Öffnungsklauseln, was auch immer, dass eben nur die besteuert werden, die entsprechend auch leistungsfähig sind. Ja. Wenn Sie sagen, die Gewinne sind steigen immer, die Gewinne sind stark gestiegen und die Investitionen aber nicht, wo geht denn das Geld hin? Ja, das sehen wir ja. Im Moment ist ein bisschen ruhiger geworden, aber wenn wir jetzt mal vor die Ukraine-Krise zurückgehen, haben wir beobachtet, dass sowohl die Immobilienpreise als auch die Aktienmärkte extrem gewonnen haben. Will heißen, diejenigen, die viel Geld hatten, haben auch in den Jahren der Corona-Krise massiv partizipiert. Aktiendepots sind teilweise um 20-30% im Jahr gestiegen, während auf der anderen Seite Existenzen von Gastronomen oder Friseuren oder anderen kleinen Unternehmern, Künstlerinnen und Künstlern mehr oder weniger zerstört wurden. Und da haben wir eine entsprechende Entwicklung. Und auch wenn Sie sich den Preis von Luxusgütern, Yachten, Rolex, weiß der Kuckuck was anschauen, damit können Sie auch gut Geld verdienen. Die sind auch sehr stark nachgefragt. Ja, das heißt, das ungerechte Steuersystem, das Sie kritisieren, das führt natürlich dazu, dass immer mehr Geld zu dorthin fließt, wo schon viel Geld ist. Absolut. Absolut. Also nehmen wir jetzt mal die Inflation, die jetzt auch nochmal durch die aktuelle Krise verschärft wurde, raus. Wir hatten bislang, oder die Zinsen sind ja noch nicht entsprechend angezogen, aber wenn Sie jetzt als normale Bürgerinnen und Bürger 10.000 Euro haben und die zur Sparkasse bringen, dann sind Sie kurz davor, Negativzinsen zahlen zu müssen. Und, ja. Und wenn Sie 10 Millionen in ein Depot reinlegen, dann kommen Sie relativ unproblematisch einfach am langen Ende auf jeden Fall auf eine Verzinsung von 8, 9, 10% und in den Corona-Jahren oder in den letzten Jahren waren das 20-30%. Das heißt, wenn Sie Vermögen haben, wird das automatisch mehr. Es wird auch kaum abgeschöpft. Wir hatten vorhin kurz über die Kapitalertragssteuer gesprochen. Ja. Während die Angestellte 30%, wie viel auch immer, auf ihre Arbeit zahlt halt der Vermögende 25%, Entschuldigung, für Seele, auf seine Kapitalerträge, wenn er sie denn ausschüttet. Wenn das alles so konzentriert ist in Richtung Geldvermehrung, dann
frage ich mich, warum Parteien, die eigentlich dann eine gerechte Besteuerung fordern, eigentlich nie in ihrer Mehrheit gewählt werden. Die erhalten nie die Mehrheit der Stimmen. Also nie ist vielleicht übertrieben, aber zumindest in den letzten 16 Jahren nicht mehr. Worauf führen Sie das zurück, als jemand, der eine gerechtere Besteuerung will? Ja, also diesmal haben wir ja sogar die Situation, dass wir eine Regierung haben, die mehrheitlich sich für eine höhere Besteuerung von Vermögen eingesetzt hatte und also in den Wahlprogrammen und dann quasi von der FDP ausgebremst wurde. Aber typischerweise ist es schon so, dass die Parteien da auch, wie soll ich sagen, ein bisschen vorsichtig und mit spitzen Fingern tendenziell rangehen. Aus meiner Sicht hängt es mit mehreren Dingen zusammen. Auf der einen Seite ist es ein relativ komplexes Thema. Ja? Also die Steuerpolitik, egal ob es jetzt auch die Erbschaftssteuer ist, interessanterweise ist bei der Erbschaftssteuer so, die allerwenigsten zahlen sie, aber viele sind per se dagegen. Interessanterweise auch die FDP, die ansonsten so an dem Leistungsprinzip hängt, aber in dem Falle es durchaus gut findet, dass leistungslose Einkommen mehr oder weniger dann auch an die nächste Generation weitergegeben werden können. Ja. Das heißt, in der Bevölkerung ist bei der Erbschaftssteuer gar nicht unbedingt so das große Bewusstsein, dass wir dort eine ungerechte Situation haben. Anders ist es bei der Vermögensteuer. Da ist es durchaus so, dass Umfragen immer wieder zeigen, dass etwa so 2/3 etwa in der Bevölkerung dafür sind, dass Vermögen stärker besteuert werden. Aber die Parteien dann vielleicht doch auch ein bisschen Sorge haben. Auch bei den eher linksorientierten Parteien gibt es eben auch den einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerin, die sich potenziell betroffen fühlen könnte, wo man die Freibetragsregelung erklären muss, etc. pp., sodass dieses Thema eigentlich relativ selten Einzug auch in Wahlkampagnen findet, im Parteiprogramm irgendwie ein bisschen unter ferner liefen, aber es ist kein Thema, das ganz nach vorne gestellt wird. Ja, bei den Grünen in der vorletzten Wahl wurde es ja etwas stärker betont und prompt. Genau. Haben Sie Ihre eigene gut verdienende Klientel belastet damit? Ja, und dann kommt natürlich auch das, was wir vorhin angesprochen haben, die Unsicherheit, die ansatzweise besteht, wird natürlich verstärkt, ja, von entsprechenden Anzeigenkampagnen. Der deutsche Mittelstand ist in Gefahr und die Chinesen kaufen die ganzen Firmen weg und die Arbeitsplätze gehen verloren und das bringt Unsicherheit, ja, das bringt ja Unsicherheit und das ist auch im Zweifel eben nicht so einfach in einer Talkshow in 3 Sätzen zu erklären, warum das nicht der Fall ist. Und von daher glaube ich, also das dürfte ein wichtiger Punkt sein, warum dieses Thema keine so große Rolle bisher spielt. Im Zweifel wird dann nicht Thyssen oder irgendein Großkonzern zitiert, sondern der Bäckermeister um die Ecke, der dann wegen der Vermögensteuer schließen muss. Genau, wobei der das nach allen mir bekannten Modellen definitiv nie tun müsste, weil er eigentlich von über die Freibetragsregelung gar nicht davon erfasst wäre. Ja. Ich versuche mal einen Schalter umzulegen zu Ihnen, zu Ihrer Person, dass wir so ein bisschen was von Ihnen erfahren. Ich habe mal gelesen, Sie müssen sagen, ob es stimmt, dass Sie als Jugendlicher davon geträumt haben, mindestens mal 10.000 Mark im Monat zu verdienen. Dann haben Sie ein Unternehmen gegründet, schlussendlich, das sehr erfolgreich war, das Sie auch vermögend gemacht hat. Wie sind Sie, war das Soziale, das Gerechte immer schon bei Ihnen angelegt oder wie sind Sie praktisch sozusagen, wie haben Sie diese Kurve gekriegt? Was ist da passiert bei Ihnen? Tatsächlich ist es so, dass ich schon seit jeher ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden habe. Und dieses Gerechtigkeitsempfinden habe ich in meinem Umfeld soweit ausgelebt. Ich denke, Sie werden wenig Mitarbeiter finden aus unserem Unternehmen, die sich irgendwie unfair, ungerecht, wie auch immer behandelt gefühlt haben. Ich habe versucht, das so in meinem Garten in Anführungszeichen vernünftig zu gestalten. Ja. Und
hatte tatsächlich erst ab dem Moment, und das ist mittlerweile fast 6 Jahre her, als ich die Anteile an meinem Unternehmen aus privaten Gründen verkauft hatte, hatte ich so ein bisschen innegehalten und etwas intensiver auf die Welt, auf die Wirtschaft, auf das, was mit Geld passiert, geschaut. Und bin dann für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mein weiteres Wirken dem Einsatz von Geld zu einem guten Zweck im weiteren Sinne widmen möchte und habe da für mich im Wesentlichen 2 Punkte identifiziert. Auf der einen Seite das Thema Impact Investing, also investieren in Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell die Welt, ich sage es mal ganz salopp, ein bisschen besser machen wollen. Und auf der anderen Seite möchte ich das Thema Verteilungsgerechtigkeit adressieren, das natürlich auch schon ein Stück weit vorne anfängt, wenn wir uns anschauen, dass in den allermeisten Fällen auch die Gehälter von den CEOs in der Krise weiter gestiegen sind, während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort die Gürtel enger schnallen mussten, Kleinselbstständige so und so. Da ist es auch wichtig einzugreifen. Ich habe mich jetzt aber ein Stück weit darauf fokussiert, an der zweiten Stelle quasi dann bei der Besteuerung mich mit einzubringen, eben über das Engagement bei TaxMeNow. Trotzdem ist es natürlich schon irgendwo erstaunlich und auch sehr mutig, dann in einem Augenblick, in dem man sehr erfolgreich ist. Also ich denke jetzt mal, wie mir das gehen würde. Bei mir war es nicht ganz so, aber wie mir das gehen würde, man ist sehr erfolgreich und dann aber den Schalter umzulegen und zu sagen, nein, jetzt verkaufe ich meine Anteile und versuche, was ganz Neues zu machen, nämlich im Prinzip Sozialunternehmer zu werden. Wir kommen gleich noch darauf. Was sind da so Anstöße? Also, oder hatten Sie immer damit zu tun? Oder? Ja. Also ich hatte tatsächlich schon 2, 3 Jahre, bevor ich das Unternehmen verkauft hatte, oder meine Anteile am Unternehmen. Ich hatte zusammen mit einem Partner gegründet. Ja. Wir hatten beide 50%. Und 2, 3 Jahre vorher hatte ich schon eine Initiative, eine gemeinnützige Unternehmerinitiative aus der Taufe gehoben, die da heißt Verantwortung. Mhm. Heute sind da etwa 100 Unternehmen organisiert, die eben ihre Verantwortung, ihre gesellschaftliche Verantwortung in ihrem unternehmerischen Wirken zum Ausdruck bringen wollen, die sich darüber Gedanken machen, wie sie mit ihren Unternehmen klimaneutral oder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können und vieles mehr. Das war bei mir schon vorher angelegt und dann gab es aber tatsächlich einen privaten Grund, namentlich die Erkrankung meiner Frau, der mich dazu geführt hatte, meine Anteile am Unternehmen zu verkaufen, mich in erster Linie um meine Frau zu kümmern und dann bei der, soll ich sagen, Neufokussierung von mir hatte ich für mich eben festgelegt, dass ich mit dem, was ich den Rest meines Berufslebens mache, dem Planeten in Anführungszeichen möglichst dienlich sein will. Ja, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also was machen Sie jetzt von morgens bis abends sozusagen? Was heißt das? Firmen fördern, die Klimaneutralität wollen, Firmen fördern, die andere Eigentumsprinzipien folgen und so weiter. Was bedeutet das für Sie? Ja, im Wesentlichen sind es 2 Bereiche, die ich jetzt neben dem Engagement für TaxMeNow begleite. Nämlich zum einen geht es mir darum, Startups, die mit ihrem Wirken entweder einen ökologischen, einen sozialen oder einen ethischen Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen, zu begleiten. Das kann auf der einen Seite passieren über ein Mentoring, über ein zur Verfügung stellen des Netzwerkes oder natürlich auch über Kapital, sei es als Darlehen, sei es als Beteiligung, sodass wir dort entsprechend mit unserem Team Startups entwickeln und helfen, ihre Idee zu verfolgen. Und das zweite Thema ist, dass wir eine Anlaufstelle sind für Menschen, die ihr Geld, ich sage es jetzt mal, sinnvoll anlegen möchten im Sinne eines Impact Investings. Da bieten wir über eine Vermögensverwaltung eine entsprechende Anlaufstelle. Und ich bin so,
50-50 in beiden Themen involviert, spreche hin und wieder mit Gründern, bin in verschiedenen Gremien, Aufsichtsräten, Beiräten etc. und versuche mich da mit meinem Know-how, mit meinen Ressourcen, die ich habe, entsprechend einzubringen. Können Sie, was die Unternehmen angeht, die Sie fördern, an denen Sie vielleicht beteiligt sind oder die Sie mit einem Darlehen gefördert haben, mal ein Beispiel nennen, das Ihnen besonders am Herzen liegt? Sie brauchen den Namen des Unternehmens gar nicht zu nennen. Ja, also ein Unternehmen, das wir schon relativ lange begleiten, von Anfang an, kümmert sich um vegane Ernährung. Jetzt gerade stellen wir auch wieder fest, also es gibt viele Gründe, sich weniger fleischreich zu ernähren. Muss nicht jeder vegan werden, aber wir hören jetzt ja auch in Nachrichten über die Ukraine-Krise, dass wir dort aller Voraussicht nach Engpässe in der Lebensmittelversorgung beim Getreideanbau etc. bekommen werden. Und dann macht es vielleicht weniger Sinn, dass wir das alles nochmal durch Kühe und Schweine und wie auch immer durchschleusen und dann nur ein Siebtel der Energie, die letztendlich da drin steckt, entsprechend gewinnen können. Und dieses Unternehmen hat sich am Anfang um den Import von veganen Lebensmitteln aus aller Herren Länder gekümmert, weil in Deutschland der Markt noch gar nicht so weit war, ist mittlerweile ein Produktanbieter und steckt zwischenzeitlich in so ziemlich allen Supermarktregalen und ist im November oder Dezember, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, auch an die Börse gegangen und hat letztendlich auch ein Stück weit durch unser Zutun einen entsprechenden Drive bekommen, sodass die vegane Ernährung sicherlich bei dem einen oder anderen, sei es über Anzeigenkampagnen, Regalplätze, wie auch immer, ein bisschen in den Vordergrund gedrängt wurde. Was wäre denn die Grundvoraussetzung, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik oder auch in der gesamten Denkweise, wirtschaftlichen Denkweise jetzt zu sagen, dass es möglichst viele ethisch orientierte Unternehmen gibt. Das ist ja das, was Ihnen vorschwebt. Wie könnte man das erreichen? Es gibt beratende Institutionen wie Sie, aber was wäre eigentlich, wie wäre es möglich, dass möglichst viele Unternehmen eine gewisse ethische Grundorientierung haben? Was müsste da passieren? Ich denke, eine ganz zentrale Entwicklung, die sich im Moment so ein bisschen andeutet, ist tatsächlich das Thema Impact Investing. Und ich muss vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern. Ja, erklären Sie es einfach. Genau. Bislang ist es ja so, dass wir den Erfolg eines Unternehmens genau an einem Parameter festmachen, nämlich an dem Gewinn. Ja, je höher der Gewinn, umso besser. Alles toll. Wir feiern Elon Musk und weiß der Kuckuck was, auch wenn er gegen den Herrn Putin um die Ukraine kämpft. Ja, aber das sind die Erfolgsfaktoren, an denen wir festmachen, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Und bei Impact Investing, ich hatte es vorhin ganz allgemein formuliert, geht es eben auch darum, dass das Unternehmen einen ökologischen, einen sozialen, einen ethischen Zweck adressiert und diesen aber auch messbar macht. Und wenn man das ganze Thema zu Ende denkt, kommt man gegebenenfalls dahin, dass man eine Gesamtbilanz über das Wirken des Unternehmens in der Gesellschaft erstellt. Das heißt, es wird immer irgendwie einen Ressourcenverbrauch geben, gar keine Frage. Und man macht sich jetzt mehr und mehr Gedanken, dass es über erneuerbare Energien geht, dass man versucht, in Kreisläufen zu denken, etc. pp. Gleichwohl werden wir immer irgendwelche Materialien verbrauchen und wir werden damit einen Nutzen auch herstellen. Und das ein Stück weit gegenüberzustellen, da gibt es auch in Harvard einen Ansatz, der heißt Impact Rated Account. Das heißt, man versucht einfach eine Gesamtbilanz des Unternehmens aufzustellen, um zu sagen, bringt dieses Unternehmen der Gesellschaft einen Mehrwert oder nicht? Und wenn das bei allen Unternehmen soweit angelegt wäre, hätten wir mit Sicherheit eine bessere Welt, weil wir nämlich dann viel besser beurteilen könnten, welche Unternehmen wir unterstützen wollen, welche Unternehmen im Zweifel sich auf
wie soll ich sagen, dem Rücken der Allgemeinheit bereichern. Wir sprechen ja da auch über die Externalisierung von Kosten. Wenn die Schweinemastbetriebe das ganze Ammoniak ins Wasser kippen, dann zahlen das ja nicht die Schweinemastbetriebe, sondern die Allgemeinheit über höhere Wasserwerksgebühren. Und diese ganzen Dinge würden wir in einer Impact Economy leben, entsprechend bilanziert werden, aufgedeckt werden und entsprechend von den Konsumentinnen und Konsumenten dann auch in Betracht gezogen werden können. Das heißt, ein Unternehmen, das zum Beispiel sehr viel Rohstoffe verbraucht und Umwelt zerstört, ich sage es mal ganz platt, würde dann schlechter bewertet, zum Beispiel an der Börse. Ganz genau, ganz genau. Und man würde eben das überhaupt erstmal sehen, ja, weil das findet ja im Verborgenen statt, ja. Also niemand weiß letztendlich, wie viel sein Fleischgenuss an Schäden in Landwirtschaft, Wasser, wo auch immer nach sich zieht. Im Amazonas, ja. Ja, das ist richtig. Ich habe im Chat eine Frage bekommen von Ursula und Helmut Franke. Inwieweit gibt es da Bezüge zur Gemeinwohlökonomie bei diesen Vorstellungen von Ihnen? Es scheint mir auch sehr, sehr in diese Richtung zu gehen, was ich durchaus positiv meine. Ja, tatsächlich ist Ziel der Gemeinwohlökonomie auch, wie es der Name nahelegt, ein Wirtschaften, das dem Gemeinwohl dient. Und es gibt da eine recht ausgefeilte Gemeinwohlbilanz, die da auch erstellt werden kann von den Unternehmen, die sich diesem Gedanken verpflichtet fühlen. Grundsätzlich stimme ich da mit den allermeisten Punkten überein. Und ich bin auch der Überzeugung, dass eine Wirtschaft, die nach diesem Prinzip funktionieren würde, zu besseren Ergebnissen führen würde. Dort ist auch angedacht, dass Unternehmen, die eine solche Gemeinwohlbilanz erstellen und bestimmte Dinge dort auch erfüllen, steuerlich besser gestellt werden. Genau. Gleichwohl ist es so, dass ich aus Unternehmerkreisen ein wenig Zurückhaltung auch bemerke, weil nicht alle Punkte, die in dieser Gemeinwohlökonomie soweit in dieser Gemeinwohlbilanz Einzug halten, sich mit allen Unternehmern oder deren Vorstellungen decken. Also es sind beispielsweise solche Dinge, dass im Wesentlichen die Erträge, die im Unternehmen erwirtschaftet werden, nur an Beschäftigte im Unternehmen ausgezahlt werden sollen. Und das sind so Sachen, wenn der Senior, sage ich mal, da an seine nachfolgende Generation die Zügel ein bisschen übergeben hat, aber trotzdem noch drin ist, dann möchte, also gesellschaftsrechtlich drin ist, dann möchte er nicht unbedingt auch von den Früchten abgeschnitten sein. Ja, ich meine, diese Vorstellung, also die Breitenwirkung dieser Vorstellung, die hängt doch ein Stück weit davon ab, ob die Politik in der Lage ist, so etwas zu belohnen. Also im Augenblick werden ja Unternehmen belohnt durch höhere Aktienkurse, durch höhere Ausschüttungen an Eigentümer, die möglichst viel Gewinn machen, egal wie. Das heißt, es müsste ja, Sie haben das vorher auch erwähnt, es müsste irgendeine Belohnung geben, die es für Unternehmen lohnend macht, für das Gemeinwohl auch tätig zu sein. Oder sehe ich das falsch? Das wäre sicherlich ein sehr, sehr großer Treiber für diese Gemeinwohlökonomie. Und es ist zumindest mal so, dass auf kommunaler Ebene durchaus auch der ein oder andere Eigenbetrieb von Kommunen sich mit dieser Thematik beschäftigt und es da vielleicht sukzessive zumindest auch mal in die Gewerbesteuerzahlungen mit Einfluss nimmt. Aber ich denke, wir sind noch einen großen Schritt davon entfernt, dass wir auf Bundesebene eine Körperschaftssteuerzahlung anhand von dem positiven oder negativen Wirken auf die Gesellschaft des Unternehmens irgendwie abhängig gemacht wird. Aber es wäre sicherlich ein gutes Incentive. Ja, von den Teilnehmern hier kommt die Frage oder der Vorschlag, würde sich da nicht so eine Ampelregelung anbieten? Also eine Ampel, rot, grün, gelb,
zur Position des Unternehmens nach Gemeinwohlgesichtspunkten? Ja, also das ist eine ganz große Diskussion, jetzt losgelöst, ob Gemeinwohlökonomie oder Impact-Ökonomie, wie Sie es auch mal bezeichnen wollen. Mhm. Wie messe ich denn am Ende des Tages, wie gut in Anführungszeichen das Unternehmen jetzt ist und wie vergleiche ich das oder setze ich es in Relation auch zu anderen Unternehmen? Wenn wir jetzt nochmal da diesen Hersteller von veganen Lebensmitteln nehmen, wie gut ist es denn? Also machen wir das fest an der Anzahl von Riegeln, die irgendwo in Regalen stehen? Machen wir das fest anhand des Zuckergehalts, das vielleicht trotzdem ein und andere Mal noch in... Also es wird sehr schnell sehr komplex und ich glaube, so eine Ampel, die kann ganz gut funktionieren, wenn wir jetzt gerade nochmal auf die Lebensmittel gehen, wenn man einfach über die Zusammensetzung geht, da kann man relativ gut und schnell sagen, ist das eher ein gesundes oder nicht gesundes Lebensmittel, aber jetzt ein Unternehmen mit Rot, Grün, Gelb zu bewerten, ist sicherlich ambitioniert. Ja, das ist sicher so. Es wird eine Vereinfachung sein. Auf der anderen Seite steht sie dann einer Verkomplizierung als Gefahr gegenüber. Ja. Ja, so ein Punkt, der mir immer in solchen Diskussionen am Herzen liegt oder auch persönlich ist. Ich war selbst mal Gesellschafter in einem kleinen Verlag, 25 Mitarbeiter, eigentlich nicht kapitalistisch aufgebaut, im Public Forum, die Zeitschrift, in der ich Chefredakteur war. Und selbst in dieser Zeitschrift war es immer wichtig zu sagen, wir brauchen Wachstum. Mhm. Weil wir nur dann das Gefühl hatten, wir haben keine Gewinne ausgeschüttet, aber es musste natürlich Geld investiert werden in die Zukunft des Unternehmens, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ist für Sie vorstellbar, eine Wirtschaftsweise ohne Wachstum auf einem endlichen Planeten? Die Frage, also ein Wachstum wird es immer geben, denke ich. Also ich bin komplett bei Ihnen, unendliches Wachstum auf dem endlichen Planeten kann es nicht geben, wenn wir jetzt auf materielle Dinge schauen. Aber auch ein Mensch entwickelt sich und wächst. Ja? Und vielleicht haben wir kein quantitatives, sondern ein qualitatives Wachstum, das mehr in die Lebensqualität geht. Und wir haben vielleicht ein blödes Beispiel, aber trotzdem hat vielleicht auch der eine oder die andere in der Corona-Zeit festgestellt, dass es auch zu Hause schön ist. Ja? Also nicht immer, aber ich persönlich habe es auch genossen, mal Ruhe zu haben, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und vielleicht haben wir eine Entwicklung in eine andere Richtung und vielleicht wachsen wir zukünftig mehr innerlich. Und dass wir jedes Jahr ein neues Smartphone oder uns vorgemacht wird, wir brauchen jedes Jahr ein neues Smartphone, was auch das wird nicht sein, was in 10 Jahren noch so funktionieren wird. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Würden Sie denn diese Vorstellung von innerem Wachstum auch auf Unternehmen übertragen? Ja, also wir erleben so ein bisschen, dass ja Unternehmen durchaus auch anfangen, und ich bin da sicherlich ein bisschen in einer Bubble, aber die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die beschäftigen sich ja schon mit der Frage, was ist eigentlich mein Platz in der Welt? Ja, also das ist schon eine Sinnfrage und auch ein gewisses inneres Wachstum. Und häufig ist es eben bei diesen Unternehmen so, wenn sie wachsen, bringen sie auch mehr Gutes in die Welt. Überhaupt gar keine Frage. Aber es wird viel mehr referenziert auch auf die Wirkung in der Gesellschaft. Und das würde ich durchaus als inneres Wachstum auch in dem Zusammenhang verstehen wollen. Brauchen wir eigentlich neue Vorstellungen von Reichtum und Eigentum? Das sind ja beides Dinge, die eigentlich sehr vergöttert werden, vor allem Eigentum. Ja, ich finde die Diskussion um ein Existenzmaximum spannend. Ja, wir legen genau fest, wie das Existenzminimum aussieht und
wie ein Schulkind ins Schwimmbad darf und weiß der Kuckuck was, wenn es eben von staatlichen Leistungen mitfinanziert werden muss. Das ist zum Teil eine traurige Diskussion, die wir da führen. Ich fände es auch total spannend, mal die Diskussion in die andere Richtung zu führen. Braucht ein Mensch alleine mehr als 10 Millionen beispielsweise? Oder 20 oder 50 oder eine, wo auch immer. Also wo hört es auf? Und aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall eine sehr unangenehme Entwicklung, wenn eine Handvoll, und das sind jetzt eben auch im Wesentlichen Männer, zusammen so viel Vermögen hat wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Da läuft für mich irgendwas schief, weil mit diesem Geld ist ja auch ganz viel Macht verbunden. Und von daher finde ich es total spannend, wenn wir Diskussionen auch über ein Existenzmaximum führen würden. Ja, es kommt in der Diskussion eigentlich wenig vor. Existenzminimum ist klar. Es gibt eine Diskussion, die ich kenne aus dem sozialethischen Bereich, wie viel ist genug? Und es gibt diese Diskussion darüber, ob es eine Höchstgrenze geben soll für Managergehälter oder einen höchstmöglichen Abstand zwischen den Managergehältern und ihren Arbeitnehmergehältern. Sind das Diskussionen, die in die richtige Richtung gehen? Absolut. Also für mich ist es schwer zu verstehen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, etwa 5 Milliarden US-Dollar hat ein Hedgefondsmanager im Jahr 2020 verdient. 5 Milliarden. Ja? Mhm. Und wenn wir das jetzt mal in das Verhältnis zu einer systemrelevanten Krankenpflegerin oder einem systemrelevanten Omnibusfahrer setzen, dann können wir das gar nicht zum Ausdruck bringen, wie viel mehr dieser Hedgefondsmanager, der eigentlich nichts anderes macht als unserer Gelder, die im Zweifel für die Pensionen, wo auch immer allokiert sind, die zu verwalten. Und warum bekommt der so viel mehr als die Person, die auf unsere Gesundheit aufpasst, die auf unsere Kinder aufpasst? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und ich wäre ein großer Fan davon, dass man dort irgendwo Maximalfaktor oder was auch immer festlegt. Und dieses Argument, dann macht niemand mehr den Job. Na gut, das mag so sein, aber ich glaube es nicht. Ja, es wird trotzdem jemanden geben, der Spaß hat, Hedgefonds zu managen. Und dann bekommt er halt keine 5 Milliarden, sondern, weiß ich nicht, 500.000. Und er macht es deswegen nicht schlechter. Im Gegenteil, vielleicht ist er nicht so gierig. Wie haben Sie das in Ihrem Unternehmen gehandelt, dieses Problem der Einkommensunterschiede zwischen oben und unten? Am Anfang war das so, dass mein Geschäftspartner und ich nichts verdient haben und die Mitarbeiter was verdient haben. Dann hat sich das ein Stück weit angenähert, aber es war dann tatsächlich so, dass wir also nicht über Faktoren auch von anderen Mitarbeitern, die in Verantwortung waren, entsprechend entfernt waren. Und man muss auch sagen, wir hatten keine so große Spreizung, wie es vielleicht in großen gewerblichen Unternehmen vorkommt, sondern wir hatten im Wesentlichen auch Akademiker, die dort beschäftigt waren, die Programme entwickelt hatten, Juristen. Aber gleichwohl hatten wir keinen Unterschied vom 50-fachen oder sonst irgendwas vom Durchschnittsgehalt zu unseren Gehältern. Ja, prima. Ich frage mal in die Runde, gibt es noch Fragen? Dann würde ich die natürlich noch aufgreifen. Ich selbst habe vor allem noch eine, nämlich die Frage, wie geht es weiter mit Ralf Suikat? Was haben Sie noch Großes vor? Wie sind Ihre großen Pläne, Ihre Träume? Nicht, weil ich die Frage nicht beantworten möchte, aber weil ich sehe, dass Ursula und Helmut Franke sich gemeldet haben, würde ich die gerne vorneweg gerne aufrufen und Gelegenheit geben zu fragen. Ja, ich habe nochmal, ich fand das sehr gut, diese Frage mit diesem, wie viel ist genug, beziehungsweise diesem Existenzmaximum. Sie und Herr Kessler haben das ja gemeinsam zusammengetragen. Also ich wollte noch einen Aspekt reinbringen. Es geht ja nicht nur diese Faktoren der Gehälter, die dort vorliegen. Ich sehe das auch
großen Widerspruch in dieser sogenannten liberalen oder sozialen Demokratie. Weil die Demokratie beruht ja in ihren Säulen auch darauf, dass bestimmte, dass die Bürger gleiche Rechte und gleiche Chancen und gleiche vor dem Gesetz gleich sind und viele andere Dinge mehr. Und diese enormen Vermögens- oder Einkommensunterschiede führen eben auch zum Beispiel dazu, dass vor einem normalen Prozess derjenige, der sich die Superkanzlei leisten kann, natürlich einen deutlichen Vorteil in der Regel hat gegenüber einem, der vielleicht nur einen Pflichtverteil hat. Und so gibt es viele Bereiche, wo im Grunde diese Demokratie, die auch auf dem Prinzip der ähnlichen oder gleichen Einflussmöglichkeiten auf Gesellschaft und auch für die eigenen Interessen fußt, dass die letztlich dadurch durch diese enormen Einkommens- und Vermögensunterschiede ad absurdum geführt wird. Ich will nur einen Schlenker noch machen. Ich habe mit großem Interesse auch Bücher aus den USA gelesen. Da hat vor Jahren ist schon gewarnt worden, dass dieser Kongress zum Beispiel USA vorwiegend in seiner Gesamtheit aus relativ wohlhabenden, zum Teil sehr reichen Leuten besteht und dass Menschen so wie der Präsident Obama, der durch soziale Netzwerke Mini-Spenden gesammelt, das sind wirklich Ausnahmen. Der normale Abgeordnete ist dort sehr wohlhabend oder reich, weil er sonst diese ganzen Fernsehauftritte und alles, was da üblich ist in Amerika, gar nicht aus eigener Tasche bezahlen könnte. Also auch dadurch wird letztlich dieses Prinzip, was wir immer so vor uns herträgen, Demokratie, alle von dem Gesetz gleich, alle haben Einflussmöglichkeiten, dass das durch diese Sache zunehmend ausgehebelt wird. Auch die Menschen haben eben nicht mehr gleiche Einflussmöglichkeiten oder gleiche Rechte sogar vor dem Gesetz, zum Teil, weil sie eben durch die Riesenverfahren mit dem Geld also ungleiche Chancen auch vor Gericht zum Beispiel haben. Ne? Ja, also ich habe Demokratie und Reichtum, ja. Ganz wichtiger Punkt, den der Herr Franke da noch angesprochen hat. Tatsächlich ist es so, ich habe kürzlich gelesen, dass die Hälfte der Senatoren Millionär oder Multimillionär ja. ist. Was allerdings nicht viel besser ist, dass die andere von Millionären und Multimillionären abhängig sind, wie Sie es gerade richtig angesprochen haben, Herr Franke, weil sie sonst den Wahlkampf gar nicht bestreiten können. Ne? Also das heißt, die sind dann mehr oder weniger anderen verpflichtet. Und das führt zu dem Ergebnis, wir hatten vorhin ein bisschen über Umfragen gesprochen. Es gibt einen, die kommen gerade nicht auf den Namen, einen amerikanischen Wissenschaftler, der hat sich das mal ein bisschen genauer angeschaut und hatte analysiert, wie auf der einen Seite die Stimmung im Volk ist, wie das Volk quasi abgestimmt hat in Amerika und wie dann tatsächlich im Senat bzw. Kongress abgestimmt wurde. Und da sind eben alle, ich sage es jetzt mal, eher linksorientierten Themen, ja, wir möchten eine stärkere Besteuerung der Reichen, sind nie zur Umsetzung gekommen. Ja, weil man da im Zweifel eben diejenigen, die Hand, die ich gefüttert habe, würde ich beißen, mal böse gesagt. Und außerdem wird es mich bei der anderen Hälfte selber betreffen. Und es gibt ja durchaus ernstzunehmende Einschätzungen, dass wir gerade in Amerika auch nicht wirklich von einer Demokratie mehr sprechen können. Ja. Also ist leider ein Punkt, gerade auch, was Sie angesprochen haben, Strafverfahren, ganz klares Thema, muss sich auch überhaupt leisten können, gegebenenfalls in den Prozess zu gehen. Ja, also wir sind nicht gleich, das muss man klar anerkennen. Und je größer das Gefälle ist, umso ungleicher wird es und umso zerrütteter ist im Zweifel auch die ganze Gesellschaft. Ja, ein kleiner Schwank, der allerdings gar nicht lustig ist, genau zu diesem Thema. Ich habe gelesen, dass Jeff Bezos, das ist der Eigentümer von Amazon, der hat in einem Jahr, in einem Corona-Jahr, sein Vermögen von 90 Milliarden Dollar auf 180 Milliarden erhöht, will jetzt eine größere Yacht kaufen. Seine Yacht liegt in Rotterdam im Hafen. Und jetzt hat er den Antrag gestellt bei der Stadtverwaltung Rotterdam, doch die größere Brücke zu bauen, damit seine Yacht durchgeht. Man kann nur hoffen, dass Rotterdam dem nicht nachkommt. Ja, vielleicht Schlussfrage.
Wie geht es weiter mit Ralf Suikat? Was haben Sie noch für Träume? Ja, mein großer Traum ist, dass wir tatsächlich in eine Impact Economy kommen, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir unser Wirtschaftssystem zum Einsatz bringen wollen, dass das Wirtschaftssystem vor allem den Menschen dienen soll, eben nicht der Mensch der Wirtschaft, und dass wir das Wirtschaften nicht als Selbstzweck verstehen, um irgendwie irgendwelche Vermögen zu mehren. Und von daher wird mein Kampf in Anführungszeichen in den nächsten Jahren einem fairen Wirtschaftssystem, ob wir die Impact Economy oder wie auch immer nennen, aber auf jeden Fall wird da meine Energie auch in Zukunft weiter reinfließen. Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank. Eine Stunde zwischen Tempo und Tiefe, so wie wir das immer so haben. Oder wie ich das immer gerne habe. Ich fand es unheimlich spannend und ich fand es unheimlich gut, mit Ihnen sehr offen zu reden. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie sich diese Stunde Zeit genommen haben für uns. Und ich gebe zurück zu Markus Breuer. Ja, auch ich möchte mich bedanken. Also erstmal bei Ihnen, Herr Kessler, für diese spannende Gesprächsführung, die wirklich viele wichtige inhaltliche Punkte angesprochen hat, auf den Punkt gebracht hat. Und dir, Ralf, es ist Balsam für meine Seele als Wirtschaftsethiker, dass auch jemand, der weit weg ist, irgendwie in irgendeine Denkschublade, die so üblicherweise halt doch dann benutzt werden, gesteckt zu werden, so etwas über die Lippen bringt, wie Wirtschaft ist ja kein Selbstzweck und das müsse man doch überwinden. Also diese Systemfrage oder Systemanfrage, das finde ich ganz großartig. Weit weg, also auch mit dieser Impact Economy, weit weg von einer reinen Spendenethik und Gutes tun wollen, ja, hin zu dem Überlegen, wie können wir es überhaupt komplett anders gestalten. Ja, ganz großartig. Vielen lieben Dank für diese Inputs. Ja, auch Ihnen, liebe Gäste in Kesslers Wirtschaft, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich möchte an der Stelle kurz zwei Hinweise loswerden. Zum einen natürlich auf die nächste Session in Kesslers Wirtschaft am 27. April. Brauchen wir Spekulationen, brauchen wir Börsenspekulationen? Also geht ja schon direkt hier Hand in Hand weiter mit dem Herrn Tenhagen vom Finanztipp. Spannende Geschichte. Und wer die Zeit bis dahin, dieser kleine Werbeblock sei mir gestattet, überbrücken möchte, unser Techniker Tobias blendet es gerade ein, sei wirklich ganz herzlich zu empfehlen, das Buch von Wolfgang Kessler. Macht Wirtschaft, Ökonomie verstehen, verändern. Wie ich eben gerade sagte, flüssig lesbar, gut verständlich, lohnenswerte Lektüre. Und ja, ich hoffe, dass wir uns alle am 27. April wiedersehen und verabschiede mich ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Abend, eine gute Zeit bis dahin und bleiben Sie gesund und fit und geben Sie auf sich Acht.